Robert Geis, Arroganzanfall. In erster Linie danke ich mir selber. Robert Geis, bekannt für seinen extravaganten Lebensstil, sorgt erneut für Aufsehen. Mit seinem protzigen Verhalten und seiner Selbstgefälligkeit stößt er bei vielen auf Unverständnis. Robert Geis auf Ego-Trip. Er protzt und prollt mal wieder, was das Zeug hält. Robert Geis, 59, ist längst dafür bekannt, seinen Reichtum gerne zur Schau zu stellen. Doch nun trieb es der Kölner mit seiner Selbstgefälligkeit auf die Spitze und leistete sich einen regelrechten Arroganzanfall. Ein bisschen Demut? Fehlanzeige. Kaum startete die Jet-Set-Familie in die 22. Staffel ihrer Doku Sog die Geissens, montags, 20.15 Uhr, RTL 2, schien dem Self-Made-Millionär ein Anliegen besonders groß zu sein, sich selbst zu loben. Ich bin stolz darauf, dass ich mir alles selbst beigebracht habe. Ich konnte kein Wort Englisch, habe auch kein Wirtschaftsstudium. Aber wir hatten eine Vision, philosophiert Robert Geis in Bild über seinen Karrierebeginn mit der Sportklamottenmarke Uncle Sam. Die verkaufte er 1995 für 140 Millionen Mark, knapp 70 Millionen Euro, und legte so den Grundstein seines Imperiums. Anstatt sich jedoch über die gewinnbringende Entscheidung von damals zu freuen und in Demut zu üben, verfällt Robert in einen Ego-Trip. Zum Erfolg gehören Fleiß und Glück. Aber auch wahnsinnig viel Mut, meint er und kommt zu dem Schluss: In erster Linie danke ich mir selber. Interessant Ausrufezeichen. Dass Robert Geis jedoch verlässliche Wegbegleiter und Berater an seiner Seite hatte, kehrt er unter den Teppich. Sein Geburtstag soll protzig gefeiert werden, nicht einmal Ehefrau Carmen, 58, die maßgeblich zum Erfolg beiträgt, erwähnt der Geschäftsmann in seiner Lobeshymne. Ob er sich die Anerkennung für ihren 30. Hochzeitstag im Oktober aufheben will? Wohl kaum. Momentan überlegt der Egomane lieber, wie er seinen 60. Geburtstag, 29. Januar, im neuen Winterdomizil Dubai feiern kann. Nur eines steht bisher fest, möglichst pompös und protzig soll es selbstredend sein. Eigentlich eine Unverschämtheit. Schneier und Davina Geis teilen Papas Erbe schon mal auf. Zwei fette Häuser nebeneinander? Für Schneier und Davina Geis ziemlich praktisch. Ausrufezeichen. In Saint-Tropez treffen sich die Geissens, um neue Pläne zu besprechen. Papa Robert, 59, will dort schon lange das Nachbargrundstück seiner Villa Geissini kaufen, nun soll das endlich Wirklichkeit werden. Da trüb es seine Lebensfreude doch ein ganz klein wenig, dass seine Töchter Schneier, 19, und Davina, 20, bereits jetzt schon das Erbe unter sich aufzuteilen scheinen, wie unser Video zeigt. Davina Geis, vielleicht gehört eins Schneier und mir eins. Das Geisvermögen kommt unter den Hammer. Nicht wirklich natürlich, aber der Geisnachwuchs gibt sich gerade alle Mühe, Mamas und Papas Erbe schon jetzt ganz nach Gusto und natürlich so gerecht wie möglich unter sich aufzuteilen. Da kommen ihnen Roberts Pläne mit dem Nachbargrundstück gerade recht. So will die 20-jährige Davina dort zum Beispiel unbedingt ein Walk-in-Dressing haben, einen begehbaren Kleiderschrank also. Sie sei jetzt schließlich in dem Alter, in dem sie das brauche, genau wie ihre Mama früher. Davina, du wirst ja nie einziehen, versucht Carmen Geis, 58, das Thema gleich vom Tisch zu kriegen. Aber da hat sie nicht mit der Hartnäckigkeit ihrer Töchter gerechnet. Vielleicht ziehe ich da ein. Vielleicht gehört eins Schneier und mir eins, beharrt Davina immer weiter auf der fixen Idee und bringt das Ganze dann auf ihren Punkt. Das sollte eine Erbschaft sein. Robert Geis, die müssen mich in der Waagerechten daraus tragen. Bäm. Das hat gesessen. Da müssen Mama und Papa erstmal schlucken. Das heißt also, in 2 Jahren sind wir dann tot, oder was? Fragt Robert Geis dann nochmal nach, nur so zum Verständnis, versteht sich. Eigentlich eine Unverschämtheit, findet Robert dieses frühzeitige Aufteilen seiner Mädels wenig später vor unserer Kamera. Doch dann grinst er und kontert gewohnt gelassen, die müssen mich in der Waagerechten daraus tragen. Was er Schneier und Davina in diesem Zusammenhang noch ganz fest verspricht, das gibt's ebenfalls in unserem Video oben. Ob sich die beiden jungen Damen doch noch etwas bremsen lassen und wie überhaupt die ganze Planung für die neue Superimmobilie vorangeht, das zeigt RTL 2 am Montag 15. Januar ab 21.15 Uhr mit einer neuen Folge von Die Geissens. Eine schrecklich glamouröse Familie im TV oder auch jetzt schon online auf RTL+. GDU.
Vermögensgegenstände der Geissens. Die Geissens besitzen angeblich sowohl eine 38 Meter lange Luxusyacht als auch ein 12 Meter langes Speedboot. Laut Gerüchten soll die Yacht jedoch gar nicht den Geissens selbst gehören. Neben dem Hotel in Grimaud besitzen die Geissens aktuell noch ein Chalet in den französischen Alpen sowie eine Villa in St. Tropez. Zusätzlich wird ein Penthouse in Monaco für rund 17.000 Euro monatlich angemietet. Allein der Fuhrpark der Geissens ist offenbar mehrere hunderttausend Euro wert. Unter anderem stehen ein Mini Cooper S, ein Maserati Gran Cabrio, ein Ferrari F12 Berlinetta, ein Audi R8, ein Range Rover Sport, ein Rolls-Royce, ein Bentley sowie ein Porsche Turbo in der Garage der Geissens.